bevor wir ein bisschen üben noch weiter, möchte auf jeden Fall auch noch mal zu den Fragen kommen, die bereits auch eingetroffen sind, also die auch viele interessieren mit dem Planetencode. Da war zum Beispiel eine Frage: Ich bin am 1.4.53 geboren und wohne in Italien. Spielt da Land oder Ort auch eine Rolle? Postleitzahl spielt natürlich immer eine Rolle. Und da war die Frage auch, ob die Hausnummer auch noch eine Rolle mitspielt. Hausnummer ist eine kleinste Frequenz, spielt zwar auch mit, aber Postleitzahl kann man mit einem Viertel Frequenz quasi auswerten und Hausnummer mit 1,8. Das heißt Achtelfrequenz. Also das ist natürlich viel, viel weniger. Dann war noch eine Frage zu Grenzgängern, weil man plus minus 3 Tage geboren ist. Also wo ein Zeichen aufhört und das andere schon beginnt. Man hat tatsächlich bei Grenzgängern immer beide Qualitäten, aber es ging eigentlich die Frage um die Auswertung. Also wenn man vage ist, von dem Planetencode sind Tage differenziert. Also heißt eigentlich, die stehen so, wie die stehen. Genau, das ist die Datei. Und wichtig ist, man hält sich dem Regenten von dem zugeordneten Zeichen. Also Grenzgänger fließt aber auch mit. Das heißt, Regent wird jedoch natürlich von dem Datum direkt genommen, wie es im Planetencode auch ist. Aber bevor man berät, also wir gehen jetzt langsam in die Thematik, also in das Thema Beratung. Man braucht natürlich gewissen Schutz und da habe ich auch für dich einige Schutztipps einfach mal vorbereitet. Es gibt natürlich viel mehr. Das ist so genannte Zuckersalzteller. Und zwar, es geht darum, also, dass wir mit Kristallen arbeiten und zwar Kristalle, die lösbar sind im Wasser. Die einzigen zwei sind Salz und Zucker. Eigentlich ist es ein Amulett für deine Praxis. Also das muss auch keiner sehen. Ich habe das auch in meiner Praxis drinstehen. Und zwar einmal pro Jahr soll man das einfach mal neu machen. Denn Salz und Zucker, die nehmen auch Negativitäten. Also Klienten bringen ihre Gepäckstücke mit. Also und nicht, dass alles auf dir bleibt sozusagen, dass du das tragen musst. Und zwar, du nimmst einfach eine Handvoll Salz. Legst die einfach mal auf den Teller in die Mitte, dann machst du ein Loch mit einem Finger und legst noch einen, sage jetzt einfach mal Teelöffel bis Esslöffel Zucker hinein. Da hast du zwei Kristalle, die miteinander kommunizieren. Dann steckst du 3 Streichhölzer hinein, einfach anzünden, abbrennen lassen. Ja, und es bleibt so ganzes Jahr in deiner Praxis stehen. Also im Endeffekt ist es sogenannte Zuckersalzteller. Also und der nimmt im Endeffekt alles, was negativ abgelagert wird bei dir, eigentlich ab. Und zwar Pentagramm ist als Schutz eigentlich A und O. Ich mache momentan, also bin ich an 2 Projekten dabei, also an einer CD für Mitte des Jahres und an einem Buch zu Selbstliebe-Thema. Und da geht es auch um solche verschiedenen Rituale, die man auch einbauen kann in das eigene Leben. Und viele Rituale basieren eben auf Pentagramm, auf dem Stern. Weil der Stern steht auch hier wie im Planetencode, natürlich für den Menschen selbst, das siehst du ja auch. Und eigentlich ist es nicht nur Pentagramm, sondern wenn man Pentagramm in die Höhe ziehen würde, kommt man auf eine Pyramide. Das heißt, jeder Mensch steckt eigentlich in eine Pyramide. Und du kannst sowohl mit Pyramide, aber auch mit dem Pentagramm Schutz für dich selbst auch herstellen. Also es gibt, ich sage es, Meditationen aus schamanischem Bereich. Weil wir starten jetzt in 2 Wochen binnen, eigentlich 10 Tage, glaube ich, am 18. Die Riesenausbildung zum schamanischen Berater. Wir haben auch einige Tipps dabei. Und es gibt zum Beispiel Meditationen, die man gar nicht jetzt großartig kennt, aber die Schamanen schon seit Hunderten von Jahren machen, wo ich immer wieder grinsen muss. Ab und zu muss man tatsächlich sagen, die Heilung der Situation, wo man steckt, kann man in 2, 3 Minuten eigentlich hervorrufen. Das geht schnell. Und zwar, man muss eigentlich nur noch analysieren, mit dem Kopf arbeiten. Das heißt eigentlich, wenn ich zum Beispiel irgendeine Situation habe, wo ich drin stecke im Moment, die aber ganz schlecht ist, egal was es wäre. Und wenn ich die in meinem Geiste bis ins Absurde reinbringe, das heißt so absurd, was ich nie machen würde, dann blendet mein Gehirn quasi diese Situation aus. Das heißt, ich habe die Situation dann komplett anders im Kopf und meine Realität verändert sich. Beispiel, damit es klar wird. Und da wird auch zum Beispiel mit Pentagramm gearbeitet. Man stellt sich vor, sagen wir, dein Mann hat dich verlassen und hat eine Jüngere genommen und du bist voll dabei, jetzt zu köcheln. So, leg dich hin, mach die Augen zu, stell dir vor, du bist in einer Pyramide oder in einem Pentagramm drin und du
hast einfach das Gespräch sozusagen mit deinem Mann gerade oder mit deiner Frau, ist ja egal. So, und ja, diese Person sagt dir, okay, also ich gehe jetzt von dir weg, ich habe eine neue. So, stell dir vor, du kannst ihn erwürgen in diesem Moment zum Beispiel. Aber du sagst, okay, das bringt mir nichts. Da gehst du von mir aus jetzt zu der Liebhaberin und erwürgst die, da kommt die Polizei, steckt dich in den Knast, und da kannst du die Augen schon aufmachen, da ist Meditation vorbei. Du wirst merken, du hast dich dadurch, durch diese absurde Vorstellung, eigentlich ziemlich schnell bereinigt von dem, was du nicht mehr brauchst. Und wirst vielleicht mal diese Person gar nicht mehr haben. Und mit dem Job ist das gleich. Also im Endeffekt, bei jeder solchen Situation kann man solche kurze Meditationen auch anwenden. Das ist zu deinem Schutz. Und Pentagramm eben spielt sehr, sehr große Rolle. Auch Davidstern spielt eine große Rolle in unserem Dasein. Das sind ja geometrische Formen aus der kosmischen Geometrie, die uns schützen.